Wie konnte eigentlich Gilderoy Lockhart Lehrer in Hogwarts werden? Das ist doch gar nicht möglich, oder? Doch, das und mehr jetzt in diesem Video. In diesem Video geht es um Hogwarts, die Rolle des Professors für Verteidigung gegen die dunklen Künste und um niemand geringeren als Gilderoy Lockhart. Verteidigung gegen die dunklen Künste war vielleicht einer der wichtigsten Teile des Lehrplans in Hogwarts. Ein Kurs, in dem den Schülern beigebracht wurde, wie sie sich gegen Aspekte der dunklen Künste verteidigen können. Zur Zeit, als Harry, Hermine und Ron Hogwarts besuchten, waren Voldemort und seine Anhänger auf dem Vormarsch. Einige zweifelten daran, aber andere wussten, dass es unausweichlich war, dass diese Leute zurückkehren würden. Glücklicherweise gehörte Albus Dumbledore zu denjenigen, die es wussten. Ein Wiederauftauchen von Voldemort und seinen Todessern bedeutete auch ein Wiederaufleben der dunklen Magie. Und daher war es nur logisch, dass die Schüler in der Lage sein mussten, sich gegen diese Magie zu verteidigen. Die Schüler mussten diese Zaubersprüche beherrschen, damit sie sich verteidigen konnten. Ab einem bestimmten Punkt wurde das Verständnis dieser Zaubersprüche zu einer Frage von Leben und Tod. Aber das macht die Frage nur noch dringlicher. Warum in aller Welt wurde Gilderoy Lockhart als Verteidigung gegen die dunklen Künstelehrer in Hogwarts überhaupt eingestellt? Werfen wir einen Blick auf den Mann, der im Schuljahr 1992-1993 der Professor für Verteidigung gegen die dunklen Künste wurde. Gilderoy Lockhart war ein britischer Halbblutzauberer, der 1964 als Sohn einer Hexenmutter und eines Muggelvaters geboren wurde. Seine Eltern hatten noch zwei weitere Kinder, zwei Mädchen, aber Lockhart erwies sich als das einzige magische Kind, was ihn, ob sie es zugeben wollten oder nicht, zum Lieblingskind seiner Mutter machte. Lockhart war ein kluger, gut aussehender Junge und entdeckte schon früh, dass er magisch begabt war, was sein ohnehin schon großes Ego weiter steigerte. Im Jahr 1975 begann Gilderoy Lockhart seine Ausbildung an der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei, genau 4 Jahre nach den bekannten Persönlichkeiten wie Severus Snape, Sirius Black und James Potter. Als Lockhart das erste Mal durch die Türen der Schule trat, war er ziemlich enttäuscht, denn er musste feststellen, dass er dort nichts Besonderes mehr war. Es gab viele Hexen und Zauberer, und Lockhart fiel kaum auf, was ihn sehr frustrierte, da er immer noch nach Anerkennung strebte, wie in der Muggelwelt. Lockhart war als Teenager überdurchschnittlich begabt, jedoch nicht außergewöhnlich. Er wurde dem Hause Ravenclaw zugeteilt und entging knapp einer Einteilung nach Slytherin. Während seiner Schulzeit liebte es Lockhart zu prahlen und sein Ego zu pushen, wobei er sogar unverfroren log, wenn es dazu beitrug, dass andere eine positive Wahrnehmung von ihm hatten. Dieses Verhalten war ihm seit seiner Kindheit in Fleisch und Blut übergegangen. Er wollte groß sein und in Legenden erwähnt werden. Allerdings hatte Lockhart auch dunklere Seiten, die in den Büchern und Filmen nicht ausreichend thematisiert wurden. Lockhart war ein Meister des Gedächtniszaubers, was ihm ermöglichte, seine Existenz zu fälschen. In Wirklichkeit war er ein Betrüger und ein Hochstapler. Auf seinen Reisen hörte er sich die Geschichten erfolgreicher Zauberer an, löschte deren Gedächtnis und gab ihre Erinnerungen und Errungenschaften als seine eigenen aus. Obwohl Lockhart schließlich entlarvt und seine Titel aberkannt wurden, glaube ich nicht, dass das Ausmaß seiner Gedächtnislöschungen jemals ausreichend thematisiert wurde. Lockhart wurde durch seinen eigenen Gedächtniszauber getroffen, was alle seine Erinnerungen löschte und ihn zu einem dauerhaften Bewohner des St. Mungus Krankenhauses für magische Krankheiten und Verletzungen machte. Aber wie konnte er damals Professor in Hogwarts werden, bevor das alles passierte? Dumbledore muss das doch durchschaut haben, oder? Ein Grund dafür, dass Lockhart die Stelle bekam in Hogwarts, war die Tatsache, dass die Rolle des Lehrers für Verteidigung gegen die dunklen Künste verflucht war. Niemand schien in der Lage zu sein, diese Position länger als ein Jahr zu halten. Und sie wurde von wem verflucht? Natürlich von Lord Voldemort. Voldemort war wütend darüber, dass ihm die Rolle verweigert wurde, als er als junger Tom Riddle die Schule abschloss. Hätte Dumbledore ihm mal die Rolle gegeben? Er wurde damals vom Schulleiter Armando Dippet abgewiesen, als er 18 Jahre alt war, und später erneut von Dumbledore, der Riddles dunkle Seite kannte und nichts Gutes in seiner Bewerbung sah. Tom Riddle wurde darüber sehr wütend und verfluchte genau an demselben Tag noch diese Rolle.
Kein einziger Professor schien länger als ein Jahr auf diesem Posten zu bleiben. Später stellte sich heraus, dass Dumbledore Lockhart aus zahlreichen Gründen eingestellt hatte. Dumbledore wusste nämlich, dass Lockhart ein Betrüger war, denn er kannte die Zauberer, deren Gedächtnisse Lockhart gelöscht hatte und deren Geschichten er gestohlen hatte. Dumbledore wollte Lockhart für das, was er getan hatte, entlarven, aber er wollte, dass dies auf natürliche Weise geschieht. Er brachte ihn in eine verletzliche Lage, damit er sich selbst entlarven würde und damit er das nicht für ihn machen muss. Als Dumbledore einmal gefragt wurde, was die Schüler von einem selbstverliebten und narzisstischen Lehrer lernen könnten, antwortete er folgendes: Man kann von jedem eine Menge lernen, selbst von einem schlechten Lehrer, was man nicht tun und wie man nicht sein sollte. Es gab also mehrere Gründe, warum Dumbledore Lockhart angeheuert hatte. Erstens wollte Dumbledore seine Betrügereien aufdecken, und Hogwarts war der perfekte Ort dafür. Früher oder später würde er sich durch seine Inkompetenz verraten. Der zweite Grund war, dass die Rolle des Lehrers für Verteidigung gegen die dunklen Künste besetzt werden musste und auch verflucht war. Niemand wollte die Rolle übernehmen, da es bereits Gerüchte über einen Fluch gab, der diese Position heimsuchte. Wie wir sehen können, war die Einstellung von Lockhart in Hogwarts also fast vollständig beabsichtigt. Und das war es auch schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn du irgendwelche Fragen zu dem Thema hast oder irgendwelche Sachen sagen möchtest, die ich noch nicht erwähnt habe oder irgendwie vergessen haben sollte, schreib es mir gerne in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich ziemlich doll über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.